sehen können. Ich sehe Sie alle hier begeistert. Und das finde ich einfach klasse für Bielefeld. Das ist einfach super. Das zeigt die Innovationsfreude dieser Stadt und die Offenheit, die neuen Technologien als Chance zu begreifen für die Bürger und Bürger in Bielefeld, damit für Nordrhein-Westfalen. Und in dem Sinne darf ich jetzt hier mit Dank und den besten Wünschen für weiteren Erfolg mal auf den Knopf drücken. Ja, also ich habe schon etwas zu sagen. Ich habe auch einen von den Kollegen im Haus ganz tollen Text vorwand bekommen. Aber ich denke, wir können hier einfach feststellen, dass die gesamte Region Ostwestfalen-Lippe, wenn ich das auch mal so sagen darf, ja auch ein Stück unsere Modellregion, digitale Modellregion, auch mit der Stadt Bielefeld für uns von Anfang an, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, eine Region war und ist, die vorangeht, die offen ist für diese Themen. Wir sind ja damals im zweiten Halbjahr 2017 auch zusammen nach Estland gefahren, waren ja auch viele aus der Region dabei und gesagt, was können wir lernen? Auch von anderen habe ich sehr über den Vortrag aus Finnland eben gefreut. Die waren das hier, wir können so viel von anderen auch lernen, die es etwas leichter zum Teil schon gemacht haben, diese digitalen Möglichkeiten aufzugreifen. Wir tun es ja dann etwas schwerer in Deutschland, auch mit unserer Bürokratie und unserem Denken, dass wir immer alles gleich ingenieurmäßig perfekt machen müssen und gleichzeitig auch alle Bedenken zu berücksichtigen hätten. Also dafür ist es so toll, dass wir von anderen lernen können, offener sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat die Region, glaube ich, hier für Nordrhein-Westfalen ganz wichtige Impulse geliefert, gerade auch mit dem Thema Smart City. Und als dann das Projekt kam, ja auch von der Fachhochschule sehr stark hier unterstützt, machen wir mal was in Richtung Open Innovation für Cities, war ich natürlich sofort begeistert, nicht zuletzt, weil ich mich auf der wissenschaftlichen Seite auch viele Jahre vorher schon mit dem Thema Open Innovation in Unternehmen beschäftigt hatte. Und im Rahmen der Innovationsforschung haben wir schon seit Jahrzehnten eigentlich gesehen, dass nicht mehr im engeren Sinne im Forschungslabor nur gearbeitet werden kann. Das ist auch wichtig. Aber man muss die Fenster und Türen weit aufmachen. Muss sie öffnen. Partnerschaften suchen. Auch Partnerschaften, an die man früher vielleicht so gar nicht gedacht hatte. Auch branchenübergreifend und auch mit den Akteursübergreifend, um neue Impulse zu bekommen. Um auch schneller sein zu können, Trends aufzuspüren, neue Wege aufzugehen und vor allen Dingen, und das ist auch so schön bei Ihnen hier, eine Begeisterung zu haben, erstmal auch was zu experimentieren. Ja, dazu gehört ja auch erstmal eine Offenheit, wer erstmal ein Experiment macht, wer erstmal so loslegt und das kann ja auch scheitern. Ein ganz fürchterlicher Begriff für deutsche Fans, immer scheitern. Ja, aber wir müssen diese Bereitschaft haben, einfach mal spielerisch auch Dinge zu sehen, mal anzufangen, etwas auszuprobieren. Und wenn es dann eine gewisse Begeisterung weckt, dann ist es fast ein Selbstläufer. Und so habe ich hier auch dieses, glaube ich, eine der ersten Open Innovation City Projekte, wenn ich das richtig sehe, verstanden als wirklich eine tolle Idee. Ich habe gesagt, Mensch, super. Ja, offene Türen, das mal zu, Sie haben ja auch mit Chesco den Kontakt, wie Sie mir gesagt haben, einer der Väter des Open Innovation Gedankens mit seinem 2003 veröffentlichten Werk über Open Innovation, wenngleich es Vorläufer gab, die sich mit dem Thema auch sehr intensiv auseinandergesetzt haben, die zum Beispiel geschaut haben, wie interessanterweise Industrieunternehmen von ihren Kunden lernen. Mhm. Da gibt es ganz tolle Studien vom MIT, auch über die Landwirtschaft zum Beispiel, Landwirtschaftsmaschinenhersteller, die dann zu ihren Landwirten hingefahren sind, weil Landwirte sind ja alles Ingenieure. Die haben nämlich die Standardlandmaschinen umgebaut, damit sie für die Spezialanforderungen passgenau sind. Und dann sind die Hersteller hingefahren und haben von ihren Kunden gelernt und gesagt, wunderbar, was die sich da ausgedacht haben und haben ungefragt Ideen genutzt, um ihre Maschinen besser zu machen. Also Open Innovation im Sinne Lernen von Kunden und seiner Nutzung, so wie die Vorläufer. Und Chesco hat gesagt, das müssen wir noch viel weiter öffnen, für die Stadtgesellschaft, für die verschiedenen Lebensbereiche. Und ich glaube, das ist jetzt eine riesige Chance, die wir haben, auch durch Digitalisierung, manches viel schneller zu machen. Wir hatten die
die Repräsentantin der AK in Israel eben zugeschaltet. Ich gehe mal von aus, sie war in Israel. Israel, ja. Nicht, dass sie gleich noch vorbeikommt. Ja, so, aber das sind ja auch Möglichkeiten, die hatten wir eben vor einigen Jahrzehnten oder vor Jahrhunderten vielleicht, wo wir auch schon im Rahmen der industriellen Revolution sehr innovativ waren, hatten wir nicht. Da mussten wir lange Wege zurücklegen, um überhaupt uns auszutauschen, miteinander zu arbeiten. Jetzt können wir es, haben wir durch die Pandemie gelernt, natürlich noch stärker global uns vernetzen, 24 Stunden, 7 Tage, mit der ganzen Welt uns austauschen. Aber wir brauchen uns auch physisch. Das sehen wir heute, wie schön es ist, wenn man wieder physisch zusammenkommt. Und dafür brauchen wir Räume. Wenn wir physisch zusammenkommen und schalten noch andere virtuell dazu, aber wir kommen hier zusammen. Und ich glaube, das ist ein völlig neuer Gedanke der Stadtgesellschaft, gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten, offen zu sein für verschiedene Bevölkerungsgruppen auch, sie ernst zu nehmen, sie mit einzubinden und dann sich Projekte einfallen zu lassen. Das ist natürlich dann leichter gesagt als getan, wenn es an die Umsetzung kommt. Das kennen wir im politischen Raum. Ideen haben wir schneller, als wir dann zur Umsetzung kommen. Manchmal scheitert es dann auch wieder an rechtlichen, Planungs-, genehmigungstechnischen Problemen, manchmal auch am Geld, wenn man gute Ideen hat, aber dann nicht die Mittel es umsetzen. Also da werden wir jetzt sehen, wie wir dann auch wieder kreativ, ist auch ein kreativ, über Innovationsthemen, wie schaffen wir die Voraussetzung dafür, gute Ideen auch schnell zur Umsetzung zu bringen. Ich war jedenfalls total begeistert von dem Kollegen von Phoenix Kontakt. Das will ich auch nochmal als Dank sagen für dieses Open Innovation Lab, dass dieses ja tolle Unternehmen, hochinnovative Unternehmen, über ihr Open Innovation Lab auch nochmal neue Möglichkeiten erfahren hat, auch im Unternehmen selbst Innovationsprozesse anzuregen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Innovationsprozess anders zu integrieren, als es bisher möglich war. Ich sage das mal so, das hätte ich gar nicht jetzt erwartet, dass ein solch tolles, namhaftes Unternehmen das für sich auch nochmal als Mehrwert betrachtet. Hätte ich vielleicht eher bei kleinen mittleren Unternehmen gedacht, aber hier sehen wir ganz konkret Nutzen bei dem großen Mittelstand in der Region. Und das zeigt mir auch, welches Potenzial hier steckt für die Stadt, für die Region, für die Hochschulen, die Studierenden, die da sind. Das sind die Räume, die wir brauchen, um digitale Themen, aber auch Klimaschutzthemen, die Herausforderungen, die wir haben, kreativ anzugehen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und unseren Standort einfach attraktiver zu machen. Und deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche allen, die heute hier sind, erzählen Sie es weiter, was hier stattfindet, dass möglichst viele Menschen auch herkommen. Wie Phoenix Kontakt auf den Mittelstand, dass die wirklich hierher kommen, das nutzt, aber wir natürlich auch die Hochschule für Mittelstand schon für sorgen, dass sie jetzt alle hierher kommen. Die Uni dafür sorgen und die Fachhochschule, wir haben so tolle Akteure hier. Also ich glaube, das ist eine super Idee. Ich bin sicher, es werden auch andere Städte übernehmen. Das wird ja auch nochmal eine Skalierung sein. Ja, es gibt ja bei Ihnen aber viele Skalierungsthemen, dass vielleicht auch andere Städte das nachahmen. Weil ich glaube, das ist genau der Ansatz, den wir brauchen, um schneller und für die Bürger auch nachvollziehbar weiterzumachen. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und wir freuen uns, dass wir das mit unterstützen. Vielen lieben Dank. In Berkeley und hat vorgetragen im Seminar und dann ist er im Diner gegangen, hat das abgestrahlt. Ja, wunderbar, das ist fast ein Open Innovation Museum. Ja, also muss wirklich sagen, wir haben ja dieses Projekt mit Ihrer Unterstützung und wo Maschinenbau mit der Branchenperspektive ist. Maschinenbau ist einer der zentralen Branchen dieser Region, der Founders Foundation mit ihrem neuartigen Förderansatz von Entrepreneurship, wie es ja neudeutsch heißt. Und den Pioneers Club, so ein bisschen als Hotspot des digitalisierten Mittelstands hier in der Stadt, in dem der Hauptschule des Mittelstands zusammen gestartet. Und es ist mittlerweile eine sehr, sehr große Bewegung. Das sieht man, glaube ich, hier heute auch. Und deswegen ist es mittlerweile wirklich eine Initiative von vielen geworden. Wir hoffen, dass immer mehr werden. Ich habe noch mal eine Idee, kommt mir gerade noch, wo Sie das gerade sagen. Achso, oh ja, okay. Vielen Dank. Noch mal eine Idee, wollte ich nämlich noch mal vorhin angesprochen haben.
Jetzt kann es ja sein, dass irgendjemand auf eine kluge Idee jetzt in den Kontext kommt und will das mit anderen teilen. Jetzt, wir sehen ja, wir wollen die Innenstädte wieder flott kriegen. Nach Corona machen wir auch einiges an Landessicht, wo wir unterstützen wollen. Es gibt hier und da aber immer noch Leerstände, die wir überwinden können. Also man könnte auch für 3 Monate oder 6 Monate ein Ladenlokal, was im Moment nicht genutzt wird, auch mal nutzen, um Startups, andere, die jetzt eine Idee weitertragen wollen, auch nutzbar zu machen. So ein Pop-Up-Store zum Beispiel für ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung. Das können, weil ich komme darauf, weil ich mal Founders Foundation angefangen habe. Hier ist ja so viel Kreativität, Innovation. Also wenn wir Räume hätten, und sei es nur zeitlich begrenzt, wäre das ja auch noch mal etwas, um Dinge sozusagen auch zu kommerzialisieren, in die Breite zu tragen. Ich weiß nicht, wie das gesehen wird von der Stadt, Herr Röther, aber das könnte ich mir, weil das würde ja noch mal so den Innovationscharakter der Stadt noch mal verstärken, wenn die Innovatoren ihre Produkte und Dienstleistungen. Ja, ich würde sagen, also manchmal kommen auch von der Ministerin eine recht gute Idee, die kann man aufgreifen. Das nehme ich natürlich als Bürgermeister gerne auf, freue mich aber auch, dass unser Wirtschaftsdezernent, Geschäftsführer unserer Wirtschaftsdezernent, Gregor Moss bei uns ist, der solche Gedanken sicherlich auch schon mal verfolgt hat und sehr viel besser beschreibt als über mögliche Leerstände hier. Aber das ist sicherlich die verfolgungswerte Idee, Herr Moss, die nehmen wir einfach mal mit. Und sagen, das wäre unsere eigene gewesen. Das ist Politik. Das ist die Idee aus dem Open Innovation. Ja, vielen Dank, Ingo. Wir sind hier heute in Saronen hier zusammengekommen, um dieses tolle Büro zu eröffnen. Ich bin ganz, ganz stolz, was daraus geworden ist. Nochmal vielen Dank von mir als Vorsitzenden des Beirates an das tolle Team, was das hier alles möglich gemacht hat. Und natürlich bin ich ganz stolz, dass Sie heute hier sind für die Eröffnung. Ich habe noch 1-2 Fragen mitgebracht, um das Ganze nochmal in den Kontext zu setzen. Wir haben heute hier das Büro eröffnet, das Open Innovation Büro eröffnet. Was bedeutet Innovation generell für NRW? Was ist das für ein wichtiges Thema? Sie sind ja nur Experte auf dem Gebiet. Wie setzen wir das in das Land NRW? Ja, ich will mal vorhin sagen, wir haben jetzt vorige Woche das Klimaschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen beschlossen mit deutlich ambitionierteren Klimaschutzzielen. Das berührt uns alle. Bis 2045 will Nordrhein-Westfalen das mit Abstand größte Industrie- und Energieland klimaneutral. Und ich sage das hier ganz ehrlich. Hätte mir das vor 3 oder 4 Jahren jemand gesagt, dass wir so weit gehen würden, da hätte ich zumindest noch ein paar Fragezeichen. Das will ich hier schon mal ganz offen und ehrlich auch sagen. Aber das haben wir jetzt beschlossen. Und wir haben es ja nicht nur beschlossen, wir wollen es ja erreichen. Und das heißt, in 24 Jahren wollen wir das Energiesystem umbauen, das Industriesystem umbauen, wir wollen die Mobilität umbauen und. Und normalerweise haben wir uns daran gewöhnt, dass wir in 24 Jahren eine Umgehungsstraße fertig kriegen. Und jetzt bauen wir in 24 Jahren alles um. Also das ist schon Thema. Und wie soll das gelingen, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen, die Arbeitsplätze sichern wollen, wenn wir unsere Freiheiten auch sichern wollen mit Urlaub und allem anderen Themen? Wie wollen wir das schaffen ohne Innovation? Geht doch gar nicht. Und ich glaube, wir müssen uns unglaublich viel einfallen lassen, wenn wir das so erreichen. Ich denke, wir können das schaffen, aber wir werden es nicht in der Weise schaffen, wie wir es Jahre und Jahrzehnte lang vorher gemacht haben. Indem wir nämlich erstmal die Bedenken sehr weit ausgerollt haben und dann uns möglichen Kompromisslösungen zugeführt haben. Sondern wir müssen auch ein bisschen, sage ich mal, mutiger denken, ich will gar nicht sagen radikal denken, aber mutiger denken, Lösungsseite und auch machen. Und das setzt Innovationsgeist voraus, neue Ideen, den Mut, die Ideen auszuprobieren, wie ich vorhin sagte, auch mit der Gefahr, dass man scheitert, und zwar etwas Neues aufsetzen. Und das in immer kürzerer Zeit. Also das ist schon eine Geschichte. Wenn ich mir auch mal die Geschichte Elektromobilität ansehe in Deutschland, welche Kurven wir da gefahren haben und wie wir dann jetzt dennoch so im letzten Schlusslauf nochmal Fahrt aufnehmen, zeigt sich ja, man kann aus Irrung und Wirrung dann doch noch auf einen richtigen Pfad kommen, aber man muss sich dann eben auch fokussieren, man muss die Kraft dann auch aufbringen. Und auch das ist Innovation. Phoenix Kontakt, andere sind ja Schutz, so wie wir uns das vorgenommen haben.
Wohlstands berechtigten Ziele geht nur mit Innovation. Auf allen Ebenen ständig permanent lustig. Das zweite Thema Digitalisierung. Das ist einerseits der Enabler für das, was wir hier machen. Auf der anderen Seite ist es eine riesige Herausforderung, weil wir sehen, wie andere Länder, Finnland ist heute unser Beispiel, Israel, Asien, wie schnell die bei dem Thema vorankommen. Und wenn wir da nicht Schritt halten, Schulen, Hochschulen, mittelständische Betriebe, große Betriebe, wenn wir das nicht schneller adaptieren, laufen wir aus den Märkten raus mit unseren Produkten. Auch vom Denken her, wir müssen an die Geschäftsmodelle denken. Und auch dafür brauchen wir Innovation. Und insoweit nochmal die beiden großen Megatrends, die wir haben, die sehe ich als Treiber für Veränderung und die Notwendigkeit für Innovation. Ich will umgekehrt auch sagen, wir können das doch auch. Ja, ich will auch mal Mut machen. Wir können das auch. Das zeigen unsere Hochschulen, Forschungseinrichtungen, der Mittelstand. Und deswegen ist es jetzt die Frage, wie schaffen wir es, unsere Kultur weiterzuentwickeln, auch durch Open Innovation Labs, dass wir schneller werden, unsere guten Ideen und unsere Fähigkeiten zur Anwendung zu bringen. Vielleicht noch einen letzten Gedanken dazu. Wenn wir jetzt nochmal Covid-19 sehen, wir hätten heute nie einen Impfstoff, wenn wir die Impfstoffe auf diese Weise entwickelt und zugelassen hätten, wie wir normalerweise Medikamente entwickeln und zulassen, hätten wir noch 10 Jahre warten müssen. Also wir haben hier den Weg gewählt, um uns besser zu schützen, Dinge zu beschleunigen. Das werden wir jetzt nicht bei jedem Medikament so machen können und wollen, aber man kann auch mal drüber nachdenken, ob wir wirklich 10, 12 Jahre normalerweise brauchen, um heute noch ein Medikament an den Markt zu bringen. Das müssen wir kritisch hinterfragen. Dann muss man fragen, geht das nicht wenigstens auch in 3 oder 5 Jahren? Das ist ja das Mindeste, was wir mal fragen müssten nach dieser Lernkurve. Und wenn wir das mal bei anderen Themen auch sehen, beschleunigt das die Entwicklungszyklen und damit auch unsere Fähigkeit, die neuen Themen schneller anpacken und lösen zu können als bisher. Also insofern, dafür brauchen wir Innovation. Wunderbar, vielen Dank. Ich habe noch eine weitere Frage. Open Innovation City überträgt erstmal das Prinzip der offenen Innovation auf eine ganze Stadt. Was erhoffen Sie sich ganz persönlich von diesem Projekt, von der Wirkung dieses Projektes, vor allen Dingen eben auch mit dem Blick vielleicht auf ganz NRW über Bielefeld hinaus? Ja, ich würde es so sehen, finde nochmal Ihr Bild schön mit der Stadt und ich würde mal sagen Stadtgesellschaft. Die kommt ja als Ausschnitt heute Mittag hier auch zusammen. Ich finde, wir dürfen die Stadtpolitik nicht nur den gewählten Politikern in den Stadträten oder Frau Kampmann jetzt hier im Landtag, sozusagen auf der Landesebene, die Gewählten, die müssen ihren Job da machen, dafür sind sie gewählt, aber wir können die damit jetzt auch nicht alleine lassen, sondern die Bürgermeister und die Stadträte sollen das mal jetzt machen. Ja, bei den Herausforderungen, die ich versucht habe eben zu skizzieren, können die das gar nicht alleine. Die können es nur, wenn die Stadtgesellschaft, wenn ich mal auf der Ebene jetzt bleibe, der Stadt, wenn die mitmachen. Und da gehören die Wissenschaftler, die wir in der Stadt haben, die Studierenden, die Mittelständler, die Arbeitnehmer in den Betrieben, all die gehören zusammen. Weil jeder hat irgendwie auch eine Vorstellung, jeder kann auch einen Beitrag leisten. Und das nur zu organisieren, dass Stadtgesellschaft wieder sich selbst auch sozusagen erschließt, das Potenzial nutzbar macht, um die Herausforderungen zu bewältigen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung auf der einen Seite, weil wir sie reaktivieren müssen, aber auch riesige Chance auf der anderen Seite. Und wenn ich das so sage, man kommt ja viel rum, ob Nordrhein-Westfalen oder auch weltweit, es sind letztlich die Bürgerinnen und Bürger gerade in den Städten, die mitentscheiden, ob es eine gute Wendung gibt oder eine weniger gute Wendung. Es ist die Frage der Vitalität einer Stadtgesellschaft. Und dort, wo sich Menschen einsetzen, auch die vielleicht sich phasenweise auch zurückgezogen haben, weil sie auch glauben, sie würden gar nicht mehr gefragt werden oder von Bedeutung sein. Wenn man denen aber wieder sagt, nein, wir brauchen euch schon noch, kommt mal mit, bringt euren Sachverstand, bringt eure Netzwerke mit ein, dann können Städte und auch Regionen und Länder sich innerhalb sehr kurzer Zeit sehr weit nach vorne entwickeln. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man auch die starken Kräfte, die man braucht, um schneller fahren, dass man die nicht verprellt, sondern dass man die einlädt zum Teil dieser Stadtgesellschaft macht und sagt, wir haken uns unter, jeder leistet seinen Beitrag, das ist auch für eine Innenstadtentwicklung, müssen alle mitmachen.
Wenn da nur zwei, drei mitmachen, den Rest ist es egal, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist die Chance, die wir jetzt haben, vielleicht auch unter dem besonderen Eindruck, auch nochmal vielleicht durch Corona. Wir brauchen auch ein Stück Zusammenwirken, damit wir besser durch Krisen kommen. Und hier sagen wir, nein, Bielefeld, Klimaschutz, Digitalisierung, alles Chancen für Bielefeld. Wie können wir sie am besten nutzen? Für Kultur, für Sport, für Freizeit, für Wissen, für all diese Lebensbereiche. Und dann laden wir alle ein, mitzutun. Und da ist für mich dieses Open Innovation Center sozusagen ein Anknüpfungspunkt, an dem man festmachen kann, ja, ihr seid wirklich gemeint, wir wollen mit euch Bielefeld innovativ machen, wir brauchen euch. Wunderbar, vielen Dank. Sie sprachen gerade von den gewählten Vertretern der Stadt. Einen haben wir tatsächlich heute hier. Herr Bürgermeister Rüther ist hier stellvertretend mit Oberbürgermeister Britt Clausen, der die Schirmherrschaft dieses Projektes auch übernommen hat, relativ früh. Auch dafür sind wir natürlich sehr dankbar, dass die Stadt uns hier so unterstützt. Jetzt hat Minister Pinkwart eben schon gesagt, das wird eine Wirkung haben in die Stadt. Was versprechen Sie sich, Herr Rüther, ganz konkret als Wirkung für die Stadt Bielefeld? Und vielleicht, wo sehen Sie Bielefeld in 10 Jahren, wenn hier Wirkungen dieses Projektes sichtbar sind? Also erstmal werde ich herzlich grüßen unseren Oberbürgermeister Mitteln, der heute leider nicht kommen kann. Auch Sie, das ist der herzlich grüßende Minister. Also insofern freue ich mich, dass ich hier sein darf. Eigentlich haben Sie alles gesagt, was man als Kommunalpolitiker genau zu einer solchen Entwicklung nämlich auch sagen würde. Und als Bürgermeister fällt man ja schnell in eine Leidenschaft, jetzt von seiner Stadt zu schwärmen. Ich kann vieles von dem aufgreifen, was Sie gesagt haben, aber wenn wir alle uns hier mal angucken und gucken mal, wie Bielefeld sich in den letzten Jahren wirklich entwickelt hat, ich glaube, daran wird deutlich, welchen Weg wir gegangen sind. Und dann, ich will diesen Begriff nicht überstrapazieren, das war ja die gesamte Stadtgesellschaft, die dazu beigetragen hat, dass Bielefeld sich erheblich jünger darstellt, ganz anders darstellt, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Und da geht ein riesiger Dank natürlich auch an unsere Hochschulen, ohne die das Ganze so nicht möglich gewesen wäre. Oder diese enge Verknüpfung von Hochschule und Wirtschaft, die wir hier einfach haben, das prägt inzwischen unsere Stadt. Und das hat auch Entwicklungen aufkommen lassen, die zum Pioneers Club, die zur Founders Foundation und zu guter Letzt auch zur Open Innovation City geführt haben. Und ich glaube, diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Das kann ja nicht mit der Eröffnung von Open Innovation City jetzt ein Ende finden. Ich glaube, es ist ein Aufschlag, Motivation für viele, in die Fußstapfen zu treten, es weiterzuentwickeln und eben dieses Gesicht Bielefelds nachhaltig, innovativ und positiv dazu zu prägen. Und ich bin der Gute, ob das was gelingt. In den letzten Jahren haben wir gezeigt, wir können das eben auch mit den gewählten Vertretern, aber ganz sicher, und da haben Sie ja völlig recht, eben nicht ganz sicher alleine durch die gewählten Vertreter, daran würden wir scheitern. Ich glaube, dass, wie gesagt, alle die Sie hier stehen, haben den Beweis erbracht, Bielefeld kann es und Bielefeld wird sich positiv weiterentwickeln und wird eine immer jüngere Stadt. Vielen Dank. Herr Bürgermeister Rüther, Herr Minister Pinkwart, vielen Dank für diese Antworten und auf diese Fragen. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Höhepunkt. Ich würde jetzt hier das Mikrofon nochmal übergeben, Professor Waldschmieder. Ja, von meiner Seite herzlichen Dank an Sie beide. Und wir haben heute nicht nur die Eröffnung des Offices, sondern natürlich, wie sich das heutzutage auch gehört, des digitalen Pendants dazu. Das heißt also, der Plattform OpenInnovationCity.de, die Sie hier sehen, die im Kern, wenn man so möchte, 3 Funktionen haben wird und tatsächlich heute in der Form an den Start geht. Und zwar die der Information natürlich über Innovation, über Open Innovation, aber auch so eine Art Showroom ist für alles, was aus dieser Stadt und dieser Region kommt, damit es eine gewisse Sichtbarkeit hat. Und damit ist auch jeder eingeladen, sich selbst mit seinen Projekten hier auch darzustellen, ansprechbar zu sein, vernetzbar zu sein. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Eine zweite Funktion ist die der Vernetzung. Und zwar Vernetzung natürlich horizontal über alle 4 Bereiche der Stadtgesellschaft hinweg. Das heißt, hier kann man zum Beispiel sagen, ich bin ein mittelständisches Unternehmen und ich brauche einen Partner im Bereich Robotik. Und dann findet man hier alles, was in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe zum Bereich Robotik passiert. Das heißt Start-ups, Forschungsprojekte und so weiter und so weiter. Das ist eine zweite wichtige Funktion. Und die dritte, das ist die, was wir Community nennen, die Community der Stadtgesellschaft. In diesem Bereich kann ich Herausforderungen posten sozusagen oder kann sagen, ich habe eine Idee, wollen wir da gemeinsam daran arbeiten und dann über das Prinzip des Wissens, des kollektiven Wissens der Stadtgesellschaft diese Themen weiterentwickeln. Das ist etwas, was für die Stadtebene interessant sein kann, sich da möglichst viel Input auch aus der Stadtgesellschaft einzuholen. Das kann aber auch jede soziale Organisation, jedes Unternehmen und auch jede Privatperson nutzen. Und das geht heute an den Start, aber nur, wenn Sie diesen roten Knopf drücken. Wenn Sie das einmal vielleicht kamerawirksam machen würden. Sonst bleibt alles. Sonst bleibt alles. Jetzt kommt doch die. Jetzt kommt die.
Mikro. Da muss jetzt gleich was passieren, wenn ich da drauf tue. Ja. Wunderbar. So, soll ich jetzt 3, 2, 1, zack. Jetzt ist es online. Also wir möchten natürlich an dieser Stelle auch mit Ihrer Unterstützung möglichst viele Menschen einladen, diese Plattform zu nutzen, auch über Unternehmen, die Partner suchen. Ja, und wir haben ja auch ein sehr interessantes Gespräch mit Ihrem Haus, denn das Land Nordrhein-Westfalen entwickelt ja gerade auch eine Plattform, NRW Global Connect. Das möchten Sie selber ein, zwei Sätze sagen. Oder? Also für uns ist dieser Prozess sehr, sehr wichtig, der Abstimmung mit Ihrem Haus dazu. Ne, denn das Ziel ist ja die Anbindung internationaler Ökosysteme mit Fokus auf den Mittelstand. Und wir werden in eine Kooperation gehen mit NRW Global Connect. Das heißt, es wird auch eine direkte Verbindung mit unserer Webseite geben, sodass wir da auch Hand in Hand gehen, was diese digitalen Lösungen angeht. Freuen wir uns sehr. Ja, da kann vielleicht noch mal vorher sein, dass. Ist das an? Oder? Ja, vielleicht bin ich Ihnen sehr dankbar. Stichwort Außenwirtschaftsstrategie. Da haben wir uns ja auch mit NRW Global Business neu aufgestellt und haben uns zum Ziel gesetzt. Natürlich haben wir Länderpartnerschaften. Klar. Die bleiben uns auch in Zukunft erhalten. Wir haben wichtige Nachbarländer wie die Niederlande zum Beispiel, unser wichtigster Handelspartner, vice versa. Wir sind aber auch global natürlich vertreten, in USA, in Großbritannien, in China, in Südkorea und so weiter haben wir Repräsentanzen als Land Nordrhein-Westfalen und da ganz wichtige Handelskontakte. Und in Nordrhein-Westfalen, das übersieht man manchmal, glaube ich, haben wir 20.000 internationale Unternehmen mit 1 Million Beschäftigten, sind damit der mit Abstand wichtigste internationale Investitionsstandort in Deutschland. Voriges Jahr haben wir fast jede vierte Ansiedlung oder Ausweitung von internationalen Unternehmen in Deutschland hat hier in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Das ist deutlich mehr als das, was unserem Bevölkerungsanteil entspricht. Also insofern ist Nordrhein-Westfalen sehr wertgeschätzt international. Wir haben die Handelskontakte zu den Ländern, aber wir haben uns gesagt, nach vorne wollen wir uns noch stärker auch thematisch aufstellen und stellen sozusagen auch diese Zukunftsthemen, die wir hier auch in der Region bearbeiten, zum Beispiel Fabrik der Zukunft, in einen globalen Kontext, natürlich mit unseren wichtigen Partnern, aber auch mit neuen Partnern. Oder das Thema KI und andere digitale Themen, die wir hier gut beherrschen. Und insofern finde ich das toll, wenn wir auch solche Plattformen nutzen, um uns international stärker zu vernetzen, eine bessere Sichtbarkeit gerade auf den Mittelstand zu erreichen. Und das freut mich sehr, dass Sie da auch ein starker Treiber mit vorangehen. Vielen Dank.